weg ist die Sonne. Naja, sogar der Steg hier an der Seite, der müsste noch gemacht werden. Aber wie gesagt, wenn es ein bisschen heller wird, dann gehen wir wieder raus, Bäumchen fangen, Bäumchen fällen. Wir haben jetzt auch 66 Stämme, die wir brauchen, und dann haben wir sie, glaube ich, auch fertig. Können die schlafen, ne? Noch nicht. Ist noch zu. Ne, noch nicht ganz. Ja, passt ja. Ich muss mal was. Wo dann? Ah, okay. Ja, dann. Aber ich werde mal kurz hier. Das Spiel retten. Okay. Solltet ihr auch tun. Ja, das wäre vielleicht sogar. Ja, nicht so schlecht. Man weiß ja nie, wenn mal wieder ein technischer Fehler irgendwie einsteht, Herr Kev. Ich weiß nicht, wovon du redest. Ja. Ziemlich am Anfang. War aber seit dem Anfang der. Ich hab eine Möwe. Jetzt ist Baby wenigstens halbwegs unterscheidbar vom Geschlecht her bei uns. Ja, bist du hier, Sidu oder was? Der Mann mit der Maske. Markus, warum hast du eine Maske auf? Ja. Warum liegt bei Baby Stroh rum, ja? Wie hast du die Maske, die Dings gebaut? Aus den ganzen Knochen, ne? Wahrscheinlich, ja. Ja, ich habe einfach mir ganz viel Knochenrüstung gebaut und Mutantenrüstung. Okay. Wie es aus dem Fenster guckt. Ja. Was machst du da schon wieder, Baby? Ich repariere unsere Hütte. Ja, die kann doch aber gar nicht beschädigt sein, weil es doch Dings aus. Ich war irgendwie angedutscht, keine Ahnung warum. So, repariert. Kommt schon wieder was. Steht schon was wieder vor der Tür. Dann komm lieber rein und schlaf. Also, ab geht's. Es geht, steht doch gerade da davor. Ja, dann komm ich zu euch. Vor allem auch geil, wie Kev den Schrank direkt über die Kopfkissen gebaut hat. Hä? Ach so. Da gibt es Sinn, nicht unter dem Schrank schlafen. Ja. So. Und jetzt? Warum passiert nicht? Was war los? Keine Ahnung. Wunder mich gerade. Das passiert echt nicht. Stell dir vor, passiert nichts. Probieren wir es mal draußen, ob es da vielleicht geht. Nee, jetzt doch. Doch. Ein kleiner Ball.
War wieder ein kleiner Bug im Spiel. War es drinne verbuggt. Ja. Oh. So, das ist. Es müsste mal wieder regnen, unsere Wasservorräte sind schon wieder aufgebraucht. Ja, das denke ich mir auch gerade. Kannst du den Tag weiter? Also, ich habe ein rohes Bein noch irgendwo. Kev ist so ein Schwein. Er ist ein rohes Bein. Und worüber freut sich mein Darm? Über einen getrockneten Arm. Ja. Im Ganzen durch. Das sagst du, nee. Also wie gesagt, ich stehe auch nicht auf solche makabren Spielchen, sagen wir es mal so. Er steht nur auf Sven, stimmt. Sven, ja. Auf seinen Charakter, ja. Böse Worte. Hilfe, Hilfe! Achmed jagt mich im Dönerspieß, aua! Achmed jagt mich im Dönerspieß, das ist gut. Herr Mustafa, mach er noch eine Döner. Kev bleibt im Lager, der hat Hausarrest. Ja. Der Babys Charakter sieht echt aus, wie Mustafa aus der Dönerbude nebenan, ey. Also am meisten, da freue ich mich für Mehmet. Ja. Oh, es regnet. Yay! Unsere Wasserbehälter werden wieder voll. Der Markus wird wieder voll. So. Habe ich gehört, du komischer. Da kommt irgendwie was Großes wieder an. Entschuldigung, ich pack's ein. Ach, da sind die ja sogar. So klingt das auch immer, wenn ich vor Baby die Hose aufmache. Ja. Bin schon angerannt. Oder, Yvonne? Wenn du die Hose aufmachst, hat Baby immer, wir brauchen nicht so viele Stöcke. Das denke ich einfach mal raus. Das ist jetzt mal dahin zu rennen. Da war nicht nur einer, ne? Ja, das sind ja auch Gegner vor der Tür, deswegen habe ich das Tor wieder zugemacht. Ja, ja. Alter, wie die es aber auch immer schaffen, sich genau dann zu bewegen, wenn du mit dem in den Pfeil loslässt. Oh, ja, das sind ein paar. Da hinten sind alleine 4 und da hinten kommt nochmal mindestens 1. Irgendwo.
Alter! Ach, das ist ekelhaft, das Vieh. Vor allem sind das zwei Versionen davon, ne? Eine stärkere und eine normale. Ja, ich seh's. Warte mal. Vorsicht, Kev. Hä? Immer aus dem Weg. Ja, ja. Alter, das ist laut. Ja, ich stehe aber nicht. Ich stehe noch 5-6 Gegner. Eine Spur tot. Diese sichert unseren Dornenfüßen. Hallo? Was antwortet nicht? Aber mir stand gerade zur Verbindung unterbrochen. Ah, super. Ja, du hörst dich auch Roboter-like an. Ich befürchte, dass du gerade fliegst. Wo wir gerade wieder bei technischen Problemen sind. Markus, ich glaube, du bist raus. Das ist halt das, was ich damals auch hatte. Jetzt liegen da zwei tote Mutanten, ne? Der Rest ist weg. Ja, wie gesagt, wir haben gerade leichte Serverprobleme. Weil hier geht gerade, wird gerade auch alles hell und dunkel. Also ich befürchte, dass wir gerade hier leider vorzeitig abbrechen müssen. Markus, hörst du uns überhaupt noch? Ja, ich höre euch. Kannst du überhaupt im Spiel gerade irgendwas machen? Nee, ne? Warte mal kurz. Mal das Spiel saven. Thank you.
So. Gut ist, dass wir ja nicht großartig so verloren haben. Wir hatten ja erst kurz vorher gespeichert. Ja. Okay, okay. Okay. So. Na, ja, schön, dass wir haben echt nichts wirklich eingebüßt. Aber so lange machen wir auch nicht mehr. Es ist doch diese Folge, nächste Folge vielleicht noch und dann sind wir durch. Mhm. Oder ich bin zumindest dann erstmal raus. Und was wir dann nächste Woche machen, müssen wir noch den Herrn erklären, ob es weiter mitgeht mit GTA oder ob wir tatsächlich wieder mal zu Tom Clancy zurückkehren. Aber schauen wir mal. Ich tippe mal lieber drin, weil sicher ist sicher, es ist dunkel und da kannst du nicht viel machen. Du kannst aber, wir können uns schlafen, wenn ihr wollt. So. Sio. So. So. Lecker Wein, lecker Wein. So ist fein, so muss sein. Jo, dann gehen wir mal wieder raus, weil wir müssen unseren Steg noch etwas weiter bauen. Darum bin ich auf dem Sonnendeck. Ach, jetzt habe ich ja den Bock nicht mehr. Ich sehe aber hier Baumstämme. Hä? Jetzt habe ich hier die Baumstämme bei mir stehen. Und die Blätter. Ja gut, weil wir den Server gewechselt haben, ja. Mehr oder weniger jetzt gerade. So. Guck mal, du hast ein Eichhörnchen gefangen. Oh, falsche Taste.
Das ist ein Gruppen, verdammt. Da kommt schon wieder einer auf uns zugerannt hier, so ein Baumspringer. Ja, ich seh's. Ist bei mir, ja. Er hat gerade Mikrofonprobleme irgendwie. Ja, ich hab's auch gehört, aber will ich nicht. Das ist das Baby. Baby? Ja, besser? Ja. Ja. Okay. Perfekt. Nachdem sie gerade dran, weil ich den Controller wechseln musste. Aha, okay. Das ist ja Edward, Edward. Wir haben schon wieder Freunde zu Besuch. Ja, welch eine Überraschung.